place and the gold medals, Magdalena Rautler, Austria. Gelungen ist mir die Goldmedaille im Stabhochsprung bei den EOF in Maribor. Ja, am Montag hatte ich die Qualifikation und heute eben das Finale. Und ich muss sagen, ich habe mich von am harten Start, am harten Aufwärmen bis aufs Podest gekämpft. Und jetzt darf ich da ein Interview geben mit der Goldmedaille um den Hals und muss es irgendwie erklären, obwohl es für mich unbeschreiblich ist. Also es war unbeschreiblich, dass so viele geweint haben von meinen Freundinnen. Und vor allem kenne ich viele noch gar nicht so lange, erst jetzt durch das Event. Und ja, ich habe auch gedacht, dass ich weine, aber das ist noch gar nicht so krass passiert, also jetzt nach der Siegerehrung ein bisschen. Aber es war unbeschreiblich, weil mein Coach sich auch so gefreut hat. Und es ist einfach immer toll, ihm sowas zurückzugeben und ihm auch die Wertschätzung hin und wieder sozusagen in Form von Leistungen zu zeigen. Und ich kann mir nur vorstellen, wie meine Mama und Oma und die ganze Familie daheim gesessen ist und gezittert hat und wahrscheinlich es noch weniger glauben können als ich. Es ist im Training oft auch das Problem, dass sie gute Trainings haben sowie schlechte. Und heute war es einfach cool, dass sie aus einem schlechten Start quasi dann ein gutes Training rausholen haben können, weil es ist ja doch immer Training. Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie es passiert ist. Ich habe halt nie quasi aufgeben, irgendwie doch was Positives zu suchen. Und auch wenn es die Sonne war oder dass wir einen coolen Ausblick haben oder dass das Österreich-Team eben hinter mir steht. Und ich denke, dass das das Ausschlaggebende dann war, dass sie jetzt da stehen darf und probieren kann zu erklären, dass sie positiver vielleicht gedacht habe wie die anderen und die sich vielleicht nicht von mir erwartet haben, dass ich es kann und ich trotzdem einfach an mich geglaubt habe. Und dann bin ich hinten gestanden bei 95 und habe mir gedacht, beim ersten Versuch schon, Maki, das ist jetzt die Chance, weil es kann sein, dass das jetzt ausschlaggebend ist. Und dann sind ganz viele den ersten nicht gesprungen und haben gedacht, okay, Maki, beim zweiten, das ist jetzt die Chance. Und dann bin ich drüber gesprungen und es war nur so, okay, jetzt kann ich nur noch warten, was passiert. Und jetzt ist es so passiert, dass ich lächelnd rausgehe. Also ich muss sagen, ich habe jetzt gar nicht so, also so beim Kickoff und so nicht so realisiert, dass ich ja wirklich unter den Ringen quasi springe, bis mir das die Andrea, unsere Sportpsychologin, die mit ist, so gesagt hat, so, ja, ist schon cool, dass du jetzt unter die Ringe springst. Und ich war nur so, stimmt, ich springe wirklich unter den Ringen. Es ist zwar jetzt nicht Paris 2024 oder L.A. dann 2028 oder so, es ist nicht Olympischen Spiele, aber halt doch Jugendolympische Spiele. Und irgendwie, es gibt einem schon einen Vorgeschmack. Ja, alle wissen, ich kann's, alle wissen, ich bin jetzt in Form. Und obwohl ich mich eben nicht so super gefühlt habe, habe ich mir gedacht, ich bin die Person, die was sagen kann, ich kann einen Point abliefern. Ja, hin und wieder kann ich schon zeigen, dass ein Point mit mir nicht zu spielen ist.